Okay, also gehen wir über die Trollzacken dahin. Ich nehme an, das geht über die Berge. Über die Trollzacken würde ich nicht empfehlen, da ist alles voller Untote. Damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Was ist der Wunderbar. Sichelstieg? Und es ist der Stieg über die Schwarze Sichel. Und ist der gefährlicher oder nicht gefährlicher als der Weg durch die Dämonenmauer? Weiß ich nicht, ich habe ihn nur ein, zweimal genommen. Das war aber bevor, naja. Vor Barbarat halt. Ich zuletzt höre, wird er wohl gekämpft. Und der soll hier oben sein, oder wie? Irgendwo in den Bergen da, ja. Ist es Wird nicht gef er wahrscheinlich ebenso gut bewacht wie die Ogermauer, oder? Sonst würde man da ja auch einfach mit den Armeen durchziehen. Und von dort aus kommt man nach Weißtowrien. Der Grund, warum man dort nicht durchzieht, ist, dass an der Tobimora sich seit Jahren nichts mehr rührt. Wir kommen nicht drüber, die kommen nicht drüber. An der Misa genauso. Ist es nicht gefährlich, im Winter über einen Pass zu gehen? Ja. Das ist es. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Wintermantel eingepackt. Sonst wird das nämlich nichts. Ich glaube, ich werde mir einen besorgen müssen. Und winterfeste Stiefel. Ist der Weg kürzer oder länger? Wird auf jeden Fall durch weniger besetztes Gebiet. Wir müssen nicht an Wahrung vorbei. Und nicht an Wahrung vorbei zu müssen, ist vielleicht ganz gesund. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt jetzt so einen neuen Wappenrock euch machen, richtig? Ab wann Was? wechseln wir denn unsere offizielle Zugehörigkeit? Zugehörigkeit. Nun, Also. sobald wir in die schwarzen Lande übertreten. Wird wohl kaum einen Grenzstein geben, der euch sagt, ab hier müsst ihr wechseln, wir werden das wohl vor Ort bestimmen müssen. Wo seid ihr eigentlich gerade? Seid ihr im Im Ulmenstaat Ulmenstaat oder? nehme ich an. Okay, gut. Also habt ihr euch da reingesetzt. Wie gesagt, ist ein sehr gemütliches kleines Etablissement mit ja, jetzt 5 Magiern, die an einem Tisch sitzen und gerade über ja, verschiedene Zeichendeutungen sprechen und wie man Sternkunde interpretiert und also sehr gehobenes Etablissement mit gutem Wein, der dann vor euch abgestellt wird. Wir sollten uns vielleicht mit den Gauklern absprechen, wohin sie ziehen wollen. Die kennen die Wege wahrscheinlich wesentlich besser als wir, wenn die schon öfters bei den Schwarzen Landen waren. Richtig. Wir sollten vielleicht aber auch dann ein paar Dinge beachten. Wenn wir niemandem trauen können, können wir auch denen nicht trauen. Das heißt, wer auch immer, wir sollten vielleicht unsere Fragen sammeln. Und wer auch immer dahin geht, geht dann in Verkleidung hin und stellt all diese Fragen. Und dafür bist du doch prädestiniert. Oder Ah, Ragnar schon. meinetwegen, einer von euch beiden halt. Nun, aber vielleicht sollten wir uns als Scharlatane ausgeben. Als Scharlatane? Tagsalber. Wirklich? Als billiger Jahrmarktzauberer? Nun, sollten wir planen, mit einem Jahrmarkt zu reisen, ist das definitiv nicht so auffällig, wie als Magier zu gehen, oder? Auf jeden Fall werdet ihr nicht mit euren weißen Roben dort in den Urlaub, verzeiht, hineinlaufen können, habe mir. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Nun. Ich muss wohl in diesen sauren Apfel beißen. Euren Stand verbergen? Immer schaut und grinst. Ich wollte mich. Nein, natürlich nicht. Was denkt ihr euch? Achso, ich dachte, Scharlatane sind dann also. Scharlatane sind also Magier? Ich dachte, Scharlatane wären Scharlatane. Scharlatane sind abgehalfterte Magier, die nicht gut genug für den Magierstand sind. Also werdet ihr euch nicht als Scharlatan verkleiden, das habe ich also richtig verstanden. Okay, finde ich gut. Ich weiß es noch nicht. Ich Vielleicht wollt muss ihr euch als noch. Schwarzmagier verkleiden. Wie könnt ihr? Niemals! Was gedenkt ihr dann zu tun? Ich weiß noch nicht. Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Also wenn ihr euch bückt und euch klein macht, könnte ich euch vielleicht als Zwerg verkleiden. Ich denke Eine nicht. hilfreiche Idee von Und euch. niemand würde jemals glauben, dass ein Zwerg ein Magier ist. Also Richtig, wenn wir die richtig. Ist ja Beine an nicht den so, es Knien ist ja nicht so, als kürzen. wäre der Anführer der Weißen Gilde einer. Ja, das ist kein richtiger Zwerg. Vielleicht muss ich mich wirklich als Scharlatan verkleiden. Wenn das herauskommt, kann ich mich nie wieder blicken lassen hier. Aber denkt daran, was ist denn so ein Scharlatan, ein Gauklermann oder was ist das? Ein Scharlatan ist ein wandernder Zauberer, der seine Kunst meistbietend verhökert auf Marktplätzen, um
das einfache Publikum, den Pöbel zu unterhalten. Das klingt doch sehr gefällig. Das ist nicht das, wofür Hesinde den Menschen die Macht gegeben hat und die Kraft. Und naja, das waren ja sowieso erstmal die Drachen. Aber ja, gut, darüber wollen wir uns jetzt lieber nicht streiten. Nicht zielführend. Iolaus, wollt ihr wirklich als Scharlatan durch die Lande ziehen? Das würde mir zwar wenig gefallen, aber es ist besser, als zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wie wäre es, wenn wir als Reisenalchemisten reisen? Das ist vielleicht nicht ganz so herabwürdigend für uns. Nun, allerdings würde man dann von uns eventuell verlangen, dass wir auch Alchemiker herstellen. Als Quacksalber könnten wir einfach buntes Wasser verkaufen und es als heilende Schlangentinktur verkaufen. Oder wir setzen die Preise so hoch, dass sich das einfach folglich nicht leisten kann. Eventuell. Vielleicht diese Gaukler benutzen doch bestimmte Effekte für ihre Zauberschau. Vielleicht könnten wir als unterstützende Alchemisten oder als Alchemisten-Gehilfen durchgehen. Nun ja, es war nur eine Idee. Wie gesagt, vieles ist möglich. Doch am wichtigsten ist es wohl, das Siegel zu verstecken. Das ist wahr, aber... Und eure Stäbe könnt ihr eigentlich auch nicht mitnehmen. Können wir ja wohl hier lassen. Ihr wollt einem alten Mann noch seinen Gehstock mitnehmen, oder? Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein normaler Gehstock. Oh, meiner? Du siehst so einen total knochigen Stab, nicht wirklich viel gefertigt. Wirklich? Ich meinte eigentlich eher den von Magister Havelmir. Ich könnte ihn als Seil tarnen. So, als Seil. Ich könnte mir als Seil tarnen und ihn mir um den Bauch schlingen. Wenn man dementsprechend eine, nun sagen wir etwas, schindlurige Verkleidung zulege, sollte das wohl reichen. Wenn ihr euer Seil dann ein wenig anmalt und euch eine Flöte zulegt, könntet ihr versuchen, als Schlangenbeschwörer durchzugehen. Das ist bei uns im tulamitischen Raum ganz weit verbreitet. Das mag sein. Hier im Mittelreich tut man so etwas nicht, seinen Stab anmalen. Ja, dann seid ihr eben ein Seilbeschwörer und betüdelt euer Seil mit eurer Flöte. Ihr würdet auf jeden Fall zu den Gauklern passen. Was ist denn ein Seilbeschwörer? Naja, das ist das Gleiche, nur eben, dass es irgendwie was mit Seilen macht, statt mit Schlangen. Ich verstehe immer noch nicht. Das Seil bewegt sich dann von selber? Ja, das habt ihr doch schon mal gezeigt, dass sich das Seil um euren Bauch wickelte, als ihr euch am Seil festgemacht habt, als wir hochgeklettert waren auf Ulat. Es verwandelt sich nur in ein Seil. Das Seil bewegt sich selber nicht von alleine. Dann seid ihr ein ganz schlechter Seilbeschwörer. Das könnte man so sagen. Ich glaube auch nicht, dass in Tobias jemand einen Seilbeschwörer kennt. Ich dachte, das Seil könnte sich nach eurem Willen bewegen. Nein. Achso. Ja, das ist ja praktisch, wenn das niemand kennt. Umso ungewöhnlicher wir sind, umso mehr will keiner mit uns reden. Das wäre doch eigentlich für unseren Vorteil. Ich würde mich gerne aus der Öffentlichkeit fernhalten, also nicht, dass mich jemand noch sieht und diese abgerissene Gestalt mit mir in Verbindung bringt. Also ihr müsst euch dann auf jeden Fall ein bisschen Dreck ins Gesicht schmieren, sonst sieht ihr dann ja nicht aus wie so einer von diesen Gauklern. Ich sagte, ich wollte mich eventuell als Hilfsalchemist verdingen bei diesen Gauklern. Könnt ihr das denn? Es wird, für die einfachsten Dinge wird es wohl reichen. Aber Ömer hat eigentlich gar nicht Unrecht mit diesem Fragenkatalog. Also ich würde auf jeden Fall fragen, ob in Jolgor... Isilia, nicht Isilia. Ja, Isilia, mir egal. Ob da noch andere Zwerge rumlaufen oder ob das ganz ungewöhnlich ist, wenn ich da als Zwerg rumlaufe. Weil das wäre eine recht wichtige Information. Und wenn, wie die Zwerge sich da begrüßen? Keine Ahnung, will das irgendwer aufschreiben, damit er das mitnehmen kann? Ja, wir haben ja keine Informationen über Isilia. Ja, die waren schon mal da. Nicht, aber wir haben ja Lasterbald, der Lästerliche, den man nachfragen kann. Richtig, richtig. Wir sollten uns jeder eine Tarnidentität zulegen, so wie diese Gaukler. Ich habe bereits einen
Ein Wappenrock bei Nemrod, verzeiht, Rangenbruch requiriert. Ihr geht wieder als Ritter? Das ist richtig. Auch in Schwarztorbien gibt es Ritter. Da braucht ihr doch bestimmt einen Knappen und übergrinst. Ja, ich dachte, ich nehme Wunderhammer mit. Jemand muss sich um meine Sachen kümmern. Was soll ein Knappen nicht normalerweise jung sein? Wäre ja nicht sagen, aber der Wunderhammer. Beziehungsweise, junge Adlige, die ihre Knappen, die eine Ritterschaft anstreben, werden für gewöhnlich mit einem Alter von 14 bis 15 Jahren als Knappen genommen. Wenn jemand ein gewöhnlicher Knecht ist und dem Ritter als Leibdiener gilt, ist er trotzdem ein Knappe, aber natürlich nicht adlig und will selbst nie Ritter. Wäre ja nicht sagen, aber Wunderhammer ist ein Feigling. Der wird uns niemals nach Jürgomark begleiten. Ja, wenn er uns begleitet, wird er uns zumindest bei der erstbesten Gelegenheit, wenn er unter Druck gerät, verraten, weil er ein Feigling ist. Nun, dann wird er seine wahren Farben gezeigt haben und ich muss ihn guten Gewissens nicht mehr an Eisinger weiterempfehlen. Er meint also, der Druck, dass er nicht an Eisinger weitergefehlt wird, wird ihn nach Jolgomat mitbringen? Denkt ihr das wirklich? Nein. Ich denke, wenn er in Wahrheit doch ein mutiger Mensch ist und es bis jetzt nur nicht erkannt hat, wird er die Herausforderung annehmen und an ihr wachsen. Und wenn nicht, bleibt er eben hier. Ich denke, dass Menschen, wenn sie Ruhm vor Augen haben, vieles Zusagen machen, die sie sonst eigentlich nicht tun würden. Wer ist diese Person, von der ihr sprecht? Ein Mann, den wir in einer Herberge kennengelernt haben. Beziehungsweise der Jalan irgendwie aus einer Gasse gezogen hat. Ich will nichts behaupten, aber vielleicht sind irgendwelche Gassenbekanntschaften nicht die richtigen Reisekollegen für diesen Auftrag. Ihr sprecht mir aus der Seele. Dass ich was gegen eure Gassenbekanntschaften hätte. Sagt Torgosch, seid ihr nicht auch eine Gassenbekanntschaft? Richtig, ja, aber ich bin ein Zwerg. Aber woher kennt ihr ihn, werter Abelmir? Wir haben ihm das Leben gerettet. Genau, man kann ihm vertrauen. Und mir hat der Mann das Leben gerettet. Und ihr müsst euch selbst als Feigling betiteln, Torgosch? Nein. Und ihr seid die, dem man nicht vertrauen kann. Andersrum. So läuft der Hase. Herr Zeitzwerg, wie heißt ihr nochmal? Ignar, Sohn des Artogosch. Ignar, würdest du dich selbst als Feigling betiteln? Nein, niemals. Ich habe gegen einen Drachen gewonnen. Alles klar. Nun, ich würde zumindest niemanden mitnehmen, der sich selbst als Feigling betitelt. Sowas sorgt in den Schwarzlanden, denke ich, nur zu Problemen. Ich glaube, dass dieses so mühselig ist. Der Ritter hat sich in den Kopf gesetzt, dass er diesen Knappen mitnimmt, wenn er mitkommen will, und damit hat sich das. Mögt ihr recht haben, immer mögt ihr recht haben. Ja, ich gebe mich auch als Knappe von Jalan aus. Man kann sich nicht als Knappe ausgeben. Entweder man ist Knappe oder man ist nicht Knappe. Und der Wunderhammer ist dass ich mir dann schlimm genug, dass ich mir einen anderen Wappenrock überstreifen muss. Das wird der Luke genug sein. Ja, aber mir ist ja eigentlich auch Magier, tut so, als wäre er ein Alchemist. Warum kann man immer da nicht so tun, als wäre er ein Knappe, wenn er gar kein Knappe ist? So genau dasselbe. Weil das bedingt, dass ich bei der Lüge mitwirke. Ja, das werdet ihr schon, wenn ich die Lüge erzähle. Und bei diesem Wunderhammer wollt ihr da mitwirken? Ich verstehe euch nicht. Wie wollt ihr nicht lügen, wenn wir in den Schwarzen Land sind? Seid ihr des Wahnsinns? Das sagte ich nicht. Aber man muss es auf das beschränken, was nötig ist, und es nicht einfach so aus dem Handgelenk tun. Und es ist nötiger, ein weiteres Risiko mit in die Schwarzen Landen zu nehmen, anstatt immer einfach als euren Knappen auszugeben? Ihr seid ja ganz schön verbohrt, Rittersmann. Und ihr braucht dieses Home. Das müsst ihr gerade sagen, Zwerg. Oh. Ihr braucht doch nicht so dringend einen Diener, dass wir da unbedingt noch jemanden mitnehmen müssen. Das ist doch kein Ausflug. Ein Ritter braucht einen Knappen, verdammt noch eins. Ja, dann nehmt doch Ömer. Ach, ich bin doch gar kein Knappe. Ich bin doch nur der Diener. Ist doch in Ordnung. Dorgosch, du hast doch mich auch noch mitgenommen, damit ich deine Sache mitnehme. Ja, und damit du was lernst. Hast ja schon deinen ersten Drachen erschlagen. Ja, siehst du mal. Ich wünschte, Myria wäre hier. Auf die konnte man sich verlassen. Manchmal. Haben wir noch weitere Fragen? Den Zwergen. Habt ihr sonst noch irgendwas? Die Reiseroute? Die Reiseroute könnte wichtig sein. Wollten wir doch mit diesem komischen Typen da klären. Mhm. Ja, aber ich denke, Ömer geht da jetzt hin und fragt ihn alle Sachen, die wir alle haben, damit Ömer sich vorher verkleiden kann und er nicht weiß, wer wir sind. Das ist doch das Ziel dahinter, oder nicht? Wir sollen ja nicht wissen, ich dachte eigentlich, dass Ragnar das macht, weil Ragnar der Einzige ist, der von der Hautfarbe hier irgendwie nach Gareth gehört. Bei mir weiß man ja sofort, dass es ein Tolamide ist. Stimmt,
Richtig. Die Sache ist, wie bringe ich ihn dazu, dass er mir überhaupt traut, dass er mir irgendwelche Geschichten über die Schwarzen Landen verrät? Du hast eine andere Rasse, Junge? Ich bin Torwart. Nein, ich meine den anderen. Du siehst das. Die Hautfarbe ist viel dunkler. Ja, ich bin Thulamide, das sieht man doch. Was? Ach so. Na gut, ist auch egal, ich meine. Also ich würde ihn besoffen machen, wenn ich du wäre. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn das nicht klappt... Ich nicht. Einzige Strategie, besoffen machen. Vielleicht sollten wir sie bezahlen. Für unsere sichere Rückkehr. Also der Plan, den ich bis jetzt so verstanden habe, war, dass ich mich als jemand anderes ausgebe und sie zum Beispiel frage, welche Route wir nach Yolgumak nehmen. Ich weiß nicht, inwiefern da das reinspielt, dass ich ihn als Fremder bezahle, dass wir als Gruppe sicher zurückkehren. Nun ja, da fällt doch der Verdacht sehr stark auf uns, dass wir ihn gerade verdeckt befragt haben. Achso, ich dachte, wollen wir wirklich mit denen? Achso. Habe ich so verstanden. Warum reisen wir denn mit denen? Weil sie ihre Wege kennen werden und wir so schneller und sicherer hinüberkommen werden, als wenn wir es auf eigene Faust versuchen. Und deswegen dachte ich hier, dass Abel mir zum Beispiel, der würde sich doch nicht als Gaukler verkleiden, wenn wir gar nicht mit denen reisen, oder nicht? Ach so, also verkleiden wir, aber... Und man muss kein Gaukler sein, um mit ein paar Gauklern durch die Gegend zu reisen, oder? Ja, aber die Gaukler wissen doch alle, dass wir gar keine Gaukler sind. Ja, dann brauchen wir doch nicht zu verkleiden, wenn ich jetzt zu denen gehe. Also dann vertrauen wir den ganzen Gauklern, dass die das für sich behalten. Na, eigentlich sollten wir nicht trauen. Herr von Greifenmund, als was für ein Ritter werde ich denn verkleiden? Ich muss ja schließlich wissen, von wem ich der Diener bin. Hierodin von Dunkelstein. Von Dunkelstein. Okay. Ja, aber wenn, dann müsst ihr das ja jetzt so bald machen, so wie bald wir die kennenlernen, sonst wissen die ja, dass wir lügen. Kann jetzt mal einer hier auf den Tisch hauen und sagen, was jetzt Phase ist? Was muss geplant werden? Also, wenn wir da jetzt hingehen und denen sagen, du wechselst auf einmal den Wappenrock und deinen Arm, das kommt doch sehr komisch. Also ich habe kein Problem damit, mich als Diener auszugeben oder... Aber ich kann es nicht jonglieren oder so, aber ich kann vielleicht doch irgendwie so ein paar akrobatische Sachen über so ein Seil... Na, kann ich wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Warum gehen wir nicht einfach zu den Gauklern und tragen ihnen an, dass wir wünschen, mit ihnen Richtung Yolgumak zu reisen? Das ist gut, dann können wir doch jetzt eigentlich als Gruppe dahin marschieren, das wäre das Einfachste. Richtig, wir können ihnen eine kleine Summe Gold anbieten, dann wird sie ein wenig gewogener stimmen. Und sie werden sich ebenfalls darüber freuen, ein wenig mehr handkräftigen Geleitschutz auf der Reise zu haben. Was verhindert das, dass die uns am Ende einfach verkaufen, sobald wir in Yolgumak sind? Der gute Glaube des Ritters. Okay. Da so kommt wieder Gold ins Spiel. Wir könnten ihnen eine Summe bezahlen, wenn wir sie wieder sicher in Gare zurückkommen. Nun, wenn ich die Gebräuche hier richtig verstanden habe, dann ist eine weitere Antwort blanker Stahl. Oder das. Wie ist das jetzt eigentlich? Wer ist jetzt hier der Anführer? Denn es gibt doch eigentlich immer einen Anführer, der sagt, wo es lang geht. Ich bin für Torgosch. Ich bin auch für Torgosch. Dann bin ich auch für Torgosch. Da fühle ich mich geehrt. 4 Stimmen für Torgosch. Ja, Torgosch, was machen wir jetzt? Also erstmal müssen wir beschließen, wie wir das hier, ob wir jetzt mit denen reisen oder nicht. Ja, dann spricht doch mal ein Machtwort hier. Sind wir jetzt Gaukler oder werden wir keine Gaukler sein? Ich habe zu wenig Ahnung von diesem Menschen-Ding. Da müsst ihr mir jetzt euren Input geben und mir sagen, ob das gut oder schlecht ist. Verkaufen es macht wenig Sinn, uns als Gaukler zu verkleiden, wenn wir hinterher sagen, wir seien wegen des Turniers dort. Es sei denn, ihr habt wirklich vor, auch zu gaukeln. Ansonsten würde das wohl auffallen, nicht wahr? Wieso geben wir uns nicht und bieten wir uns nicht an, als Geleitschutz zu geben, wenn sie uns den Weg weisen? Das sagte ich doch gerade eben. Also ich würde sagen, wir gehen zu diesem komischen Lasterback, dem Lästigen, und sagen, ja, guten Tag, ich bin, keine Ahnung, hier beliebigen Namen einfügen. Ich bin Alrik und ich würde ganz gerne hier, ne? Du hast Kontakt zu einem Mann, den ich auch kenne, oder nicht mal das, ich gebe dem einfach ein bisschen Geld, weil der Typ ist ja nicht mal der Anführer dieser Gaukler-Truppe. Und sagen ihm dann, ja moin, wir würden da gerne zu den Schwarzen Landen gehen, wir wollen nicht unbedingt mit euch reisen, aber wir wollen dahin und würden ganz gerne eine Route wissen, wie wir dorthin kommen, ohne auf irgendwelche Gefahren zu treffen. Abgesehen davon hat der Mann einen Ring, entsprechend wird er wohl zumindest im Mindestmaß vertrauenswürdig sein. Angenbruch sagte, man kann keinem mehr vertrauen, der einmal in den Schwarzen Landen war. Das ist auch wahr. Ich würde tatsächlich das vorschlagen, was Ömer schon gesagt hat. Das da wäre, ihr verkleidet euch und sprecht dann mit ihm, oder wie?
Richtig. Genau, danach suchen wir uns unseren eigenen Weg, ohne als Gaukler zu gehen. Genau, und stellen ihnen alle Fragen, die uns jetzt einfallen. Nun gut, dann spreche ich erst einmal mit dem Mann und dann werden wir weitersehen können. Sollten wir nicht erstmal noch alle Fragen abklären, die ich ihm fragen sollte? Ja, welche Fragen gibt es denn noch? Also die erste Frage, die ich mir jetzt bis jetzt aufgeschrieben habe, welche Route nehmt ihr nach Violgumak? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die wir für die Reise haben. Gibt es irgendwelche Zollstationen oder sowas auf dem Weg? Das wäre auch wichtig, dass wir das vorher wissen. Braucht man irgendwelche Papiere? Eine Sprachetikette. Eine Sekunde, ich schreibe mir das jetzt mal alles auf. Wir müssen auch noch mit Angenbruch sprechen, dass wir entsprechende Münzen für vor Ort ausgehändigt bekommen. Wir werden wohl kaum mit unseren Dukaten mitsamt der Reichsbehüterin hinten drauf dort anmarschieren können. Das dann stimmt. Waren Zollhäuser. Und was hat sie noch gesagt? Papiere. Papiere. Sprachliche Umgangsformen. Wie wird begrüßt? Das hatte ich schon hier. Gefahren auf dem Weg allgemeiner Natur. Und die schwarzen Lande sind ja bekannt für ihre pervertierte Natur. Vielleicht haben sie Informationen über die Wege und was uns vielleicht dort erwartet. Was ist denn pervertierte Natur? Der Schänder der Elemente regiert in diesem Teil der Heptarchien und... Nenn doch nochmal seinen Namen, Junge. Nein, ich würde dieses nicht tun. Ganz schön, genau nicht. Ist das nicht irgendwie hier die... Ist das nicht der Gegen-Dämon auf genau. Zu-Angrosch? Genau, dieser. Der vorherige Vater nennt man ihn. In den Schwarzen Landen. Und er beherrscht die Elemente des Feuers, des Erzes, des Humus und... Hilft mir gerade jemand? Was hast du? Erz des Feuers, Humus? Erz, Feuer, Humus und Wind. Worauf ist dir sowas eigentlich alles? Drachenagil. Ich habe mich etwas mit den gezwungenermaßen mit den schwarzen Künsten beschäftigen müssen. Leider bis jetzt nur oberflächlich, aber. Leider? Ja. Will da noch mehr lernen, oder was? Nun ja. Um die schwarzen Lande zu bekämpfen, muss man seinen Feind kennen. Mhm. Dafür wisst ihr allerdings schon ziemlich viel, wenn ihr mich fragt. Nicht, dass hier noch so einer von das diesen... Das ist alles nur oberflächlich. Es ist doch viel interessanter, wie man solche Unelemente bekämpft und was gute Gegenmittel dafür sind. Richtig. Und wenn man nicht einmal weiß, dass so etwas existiert, dann kann man auch nichts dagegen tun. Was könntet ihr zum Beispiel dagegen tun? Und das ist doch die Frage. Also nichts. Haben wir noch andere Fragen? Wie viele Drachen gibt's da? Wie sieht es mit Dienern der großen Ratte aus? Naja, Das werden die wohl kaum wissen. Also, wenn wir diesen Sichelstieg nehmen, das ist doch dieser Weg zwischen der schwarzen Sichel und den Drachenstein. Heißen die Drachensteine Drachensteine, weil es da Drachen gibt, oder ist das nur... Mindestens einen Drachen, der derzeit der Markwart ist. Wie, was dann will auf jeden Fall da lang gehen. Markwart? Ist das irgendwie so eine Art Titel? Ja, er behütet die Drachensteine. Und der ist jetzt von Menschen dahin gepflanzt worden, oder? Ich verstehe es nicht. Es gab einen Adligen, der diesen Drachen zum Markwart ernannt hat? Dorgosch, gleich raste ich hier aus und schlag eines kurz und klein. Könntest du mit Abel mir anfangen? Könnten wir uns jetzt nicht mehr über Drachen unterhalten, sondern über unsere dringenderen Probleme. Ja, wenn wir auf diesen Markgrafen treffen, dann ist das ein Drache, dann müssen wir uns ganz klar sein, dass der da voll adelig ist, dieser Drache. Er wacht über die Drachensteine. Über die Markdrachensteine. Er wird sich wohl kaum in unsere Angelegenheit scheren, wenn wir die Sichel überqueren. Ist das eigentlich ein Schladel? Oder kann er den an seine Kinder vererben? Das weiß ich nicht, dann würden die Herolde fragen müssen. Das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Das schreibt Ragnar sich gerade auch auf. In den Drachensteinen gibt es einen Markwart. Welches ist der einfachste Weg? Das hatten wir schon. Ja, zum Sichel kennen wir den Weg? War jemand schon euch von dort?
Ich kannte den bis eben noch nicht mal. Und wie gesagt, ich habe ihn halt zweimal geritten. Früher war es natürlich immer viel besser, wenn man eigentlich Überwahrung und dann an der Pforte vorbei. Vielleicht kann man das auch nochmal speziell die Gaukler fragen, ob die da jetzt hier welchen Weg, die da sozusagen, was die so wissen über die verschiedenen Wege. Vielleicht sind das ja Informationen, die uns da irgendwie weiterhelfen. Bestimmt, das bestimmt. Und wir sollten auf jeden Fall auch fragen, ob man auf dem Weg irgendwo sich noch sicher was zu essen kaufen kann. Würde mich nicht wundern, wenn die da das Essen vergiften. Da stimmt auch nichts dran. Naja, wieso, wenn die das Essen von den Reisenden vergiften und die dann ausnehmen? Ach so, von den Reisenden, okay. Also, ja, gibt es da Tavernen, denen man vertrauen kann? Gibt es da Personen, die... Ja. Vor allem, ist das Essen in den Schwarzen Land genießbar oder wird man langsam oder sicher vergiftet? Nun, da gibt es zum einen Zauber gegen. Okay. Nicht, dass ich ihn schon oft benutzt hätte, aber es ist möglich. Dauerhaft? Für unsere ganze Gruppe? Es entgiftet das Essen für bis zu 10 Personen. Ah, gut zu wissen. Wir sollten uns auch überlegen, wie wir zurückkommen, falls wir zurückkommen. Auf dem gleichen Wege? Vorzugsweise, schließlich werden wir den schon können. Ein anderer Rückweg könnte Gefahren bergen, auf die wir da nicht mehr vorbereitet sind. Außerdem von Yolgomak. Und von Yolgomak aus wäre der nächste sichere Ort natürlich Perane Furten. Wenn wir noch einmal durch die ganze Warumkeim müssten, könnte das ebenfalls schwierig werden. Einen Plan B und einen Plan C überlegen. Wir haben noch nicht mal einen richtigen Plan A, außer dass wir uns vorbereiten wollen, was wir jetzt gerade hier tun. Also ich denke auch, dass wir erst einmal einige Informationen brauchen, bevor wir irgendwelche Pläne schmieden. Richtig. Also mir fällt nichts ein, was ich noch fragen könnte, was ich nicht schon gefragt habe. Ja, also wie kalt es wird und so ist vielleicht noch wichtig, damit man sich die richtige Winterkleidung raussucht. Ihr braucht richtige Winterkleidung. Dazu müsst ihr keine Gaukler fragen, das weiß doch jedes Kind. Ach so, der Unterschied aber ist euch schon klar, dass kalt und kälter unterschiedlich sind. Und warm und wärmer auch.